Du stehst manchmal auf dem Schlauch und weißt einfach nicht so richtig, was du anziehen sollst, dann habe ich da ein paar coole Optionen für dich, und zwar mit einer Anzugshose. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, heute geht es tatsächlich um die Anzugshose, denn jeder Mann da draußen sollte irgendeinen Anzug im Kleiderschrank haben und meistens ist das ein dunkelblauer. Und wie ihr so eine dunkelblaue Anzugshose alltagstauglich stylen könnt, das zeige ich heute. Starten wir mit der sportlichsten und entspanntesten Variante überhaupt, und zwar die mit einem Hoodie. Klar, die Anzugshose wertet natürlich den Hoodie jetzt in diesem Fall auf, aber hier müsst ihr tatsächlich gar nichts beachten, sondern einfach einen Hoodie in der passenden Farbe, wie hier zum Beispiel in Grau, dazu anziehen, das matcht perfekt und ihr habt wirklich einen super entspannten sportlichen Alltagslook. Weiter geht's mit einer ebenso sportlichen und einfachen Variante, und zwar die mit einem T-Shirt. Ich habe hier jetzt in diesem Fall darauf geachtet, dass es ein Premium-Cotton-T-Shirt ist, weil der Stoff einfach ein bisschen feiner ist und das einfach dann auch besser zu der Anzugshose matcht. Das ist so ein Outfit, was man wirklich immer anziehen kann, wenn man irgendwie nicht weiß, was man anziehen soll. Man wirkt angezogen, wenn man das T-Shirt reinsteckt, wirkt das Ganze auch sportlich, elegant und komplett. So, jetzt legen wir noch eine Schippe drauf, und zwar kommen wir jetzt zu der Variante Anzugshose mit Poloshirt. Ich muss ehrlich gestehen, ich war vor langer Zeit gar nicht so der Typ für irgendwelche Polos, bis ich meine Polos gefunden habe, die mir wirklich gut stehen und die ich auch cool finde. Und hier die Kombination in einem monochromen Look in dunkelblau finde ich sportlich elegant. Man kann das Polo reinstecken, gegebenenfalls auch rausmachen, aber ich finde die Variante reingesteckt einfach ein bisschen eleganter und ist auch wirklich ein super Look für zum Beispiel einen Office-Tag. Weiter geht's mit einem All-Day-Everyday-Look, den ich sehr oft anziehe, und zwar die Variante Anzugshose mit einem Rollkragen. Und bei dieser Variation ist es nicht so, dass zum Beispiel die Anzugshose irgendwie das Outfit aufwertet, sondern hier harmoniert einfach alles schön zusammen. Man hat hier den Rollkragen mit einem Feinstrickstoff, der auch einfach wirklich harmonisch zu der Anzugshose passt. Last but not least schließen wir das Video ab mit der schicksten Variante von allen, und zwar die mit einem Hemd. Wenn ihr mal keine Lust habt, den Anzug vollständig zu tragen mit Jackett, dann ist diese Variante echt eine gute Option. Nicht nur fürs Office, sondern wenn du zum Beispiel anschließend auch nochmal in eine Bar gehen willst, das ein oder andere Kaltgetränk zu dir nehmen möchtest, ein sehr, sehr guter Look. Und hier nochmal alle Optionen im Überblick. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welche Option für euch die ist, die ihr am häufigsten tragen würdet. Also, falls ihr zukünftig jetzt vorm Kleiderschrank steht, nicht wisst, was ihr anziehen sollt, dann zieht einfach die blaue Anzugshose an und wechselt die Oberteile, genau wie ich es heute im Video beschrieben habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anzugshose kombinieren. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.